Schlagfertig in 4 Stunden, Seminar, das ich normalerweise anbiete und wo wir heute sagen müssen, 4 Stunden ist definitiv zu lang. Ich habe extra für Stuttgart was maßgeschneidert. Schlagfertig in 2 Sekunden. Wollen Sie es wissen? Schlagfertig in 2 Sekunden? Klingt gut, oder? Klingt sehr spannend. Stellen Sie sich die Situation vor, vielleicht ja, unangenehmer Typ kommt auf Sie zu. Ja, guckt sie schon vielleicht so ein bisschen von der Seite an und dann drückt er denen einen ganz blöden Spruch, ja, sodass sie schon leicht sauer werden. Oder die Damen hier, die super Zicke aus dem Büro. Ja, die kommt um die Ecke und hat schon wieder so eine spitze Bemerkung auf der Zunge. Ja, da geht hier schon die Halsschlagader so leicht raus. So, jetzt Achtung, schlagfertig in 2 Sekunden. Was machen Sie an der Stelle? Puff! Voll rein auf die Nase drauf. Ja? Kommunikation ist total überbewertet manchmal. Ja, da wird nicht geredet. Drauf, so wie Bud Spencer früher. Zack. Ja? Wobei, also so ein bisschen schlagfertig mit Worten sein, das hat schon was. Ja? Und wer absoluter Meister in dieser Disziplin war, das mag vielleicht überraschen, sind die Beatles. Ja. Es gibt wunderbare, super lustige Zitate von denen und der eine oder andere mag sich erinnern, es gab ja eine erste große Amerika-Reise damals, Europa stand schon Kopf, die Beatles über den Teich rüber kamen zurück, ja, und ein Reporter fragt, hey Mr. Lennon, wie fanden Sie Amerika? Und John Lennon sagt, well, wir sind nach Grönland und haben uns links gehalten.